Hallöchen, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Heute gibt es eigentlich eine Kombination, die habt ihr noch nicht gesehen. Also die habt ihr wirklich noch nie gesehen. Denn heute kamen eigentlich alle Leute, die in meinem Video schon mal mitgewirkt haben, sich zusammengetan. Und wir machen heute einen fetten Campingtrip, Leute. Das heißt, Tom, Pepe, Lukas, extra wieder angereist aus Ludwigslust. Ich natürlich, Arne. Und später kommt Fabi noch. Und ja, wir werden so ein bisschen heute eine Camping-Sachen machen. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann euch ja kurz zeigen, das Wetter heute ist wirklich sehr verregnet. Hier sammeln sich überall Pfützen. Da ist Tom, da sind die Jungs und Arne fehlt noch. Und ja, wir fangen gleich los. Cool, wir sind keine 5 Minuten unterwegs. Und Arne wurde schon komplett verloren. Aber er ist gleich wieder da, deswegen fahren wir jetzt weiter. Tom, sag was. Da unten kommen die anderen. Und dann da vorne biegen wir rechts ein. Das andere rechts, links. Und dann können wir nur bergab fahren. Also alles entspannt. Was man da hinten vielleicht sieht oder auch nicht sieht. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es auf der Kamera nicht so gut. Da hinten wollen wir hin. Der kleine Stausee da hinten. So, Freunde. Wir sind angekommen. Und hier vorne ist sogar ein Schwan. Guck mal, wie das Wasser bis hierher steigt, weil es so geschifft hat heute. An sich sieht es gerade ganz gut aus, würde ich sagen. Naja, aber das soll nichts heißen. Das kann sich innerhalb von Minuten schlagartig ändern. Wie man in dem einen Video gesehen hat mit Tom, können wir auf einmal dann auch mal so faustgroße Hagelkörner auf den Kopf prasseln. Es ist sauwindig. Ich habe richtig Bock, baden zu gehen, Freunde. Die Badehose, sie ist ready. Aber ich überlege, ob ich hier reingehen kann, weil der Schwan, der schaut schon richtig, der will mir ein Auge auspieksen, das sehe ich schon, das sehe ich schon. So, Freunde, ich gehe jetzt baden, weil, weiß ich nicht, es ist kalt und es ist das perfekte Wetter, um zu baden. So, Freunde, ich bin jetzt ready. Die Sonne ist auch gerade ein bisschen rausgekommen, es ist trotzdem arschkalt. Film mal in seine Buchse. Scheiße, ist das kalt. Oh mein Gott, ist das kalt. Sag mal deine Arsch. Lungenentzündung. Ach du Scheiße, Digga. Oh nein. Ah, geil. Hat er mir auch gezeigt? Ja. Es geht rein. Okay, Freunde, das ist so arschkalt. Ich krieg noch Fisch, Scheiße. Es ist kalt, es hat sich nicht. Es ist so kalt. Es hat sich komplett gelohnt. Ich bin komplett erfrischt. Freunde, ratet mal, wer wieder da ist. Der wollte mich abholen, ne? Ist so gut, dass ich schnell raus bin. Der Schwan ist immer noch hier. Gleich kommt der Cut zu. Ah, der Schwan ist auf einmal nicht mehr da. Ja, der Schwan ist, ja, aber der ist nicht mehr da. Aber wir sind auf jeden Fall satt jetzt. Aber wir haben das Fleisch. Ihr seht, hier hinten ist wirklich, also da hinten regnet es schon. Da sieht man schon den Regen. Wenn wir uns hier oben alles anschauen, da könnte es heute auf jeden Fall gut regnen. Dieser Weg, der ist zwar beschissen wie sonst was, weil da kann man nicht hochfahren. Gut, Tom versucht trotzdem, dafür wird sein Fahrrad auch gleich auseinanderbrechen. Also die Steine sind sehr groß und gerade wenn es hier oben losgeht mit dem Berg, du kommst hier wirklich nur mit dem Traktor hoch. Das ist das Geile. Du kommst hier einfach nicht hoch, wenn du nicht hoch willst. Hier werden wir die Nacht verbringen. Wir sind schön windgeschützt, weil hier sind ja wie so kleine Walle. So, Freunde, Tom kommt da gerade noch über diesen Wall hoch. Also das ist das, was ich meine. Hier sind halt überall so kleine Erhöhungen. Und ja, wir sind da. Das ist das, wo wir hin wollten. Ist doch wunderschön, oder? Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir werden jetzt erstmal einen ruhigen machen. Es war nämlich alles ziemlich anstrengend. Auch wenn wir nicht so weit weg sind. Aber es war trotzdem anstrengend, weil das ist die erste, ich sag mal, Tour, die wir dieses Jahr halt jetzt wieder gemacht haben. Und die Männers, die bauen hier gerade schon so ein bisschen auf. Ich sitze hier gerade noch, gucke ein bisschen hier aufs Wasser und entspanne einfach, dass jetzt hier auch die Sonne rausgekommen ist. Wir haben jetzt hier schnell unsere zwei Zelte aufgebaut und ich räume hier gerade noch das letzte bisschen Zeug zusammen. Und es regnet wieder, aber komplett. Komm, es hagelt! Es hagelt, Freunde, es hagelt wieder, wie beim letzten Mal. Ja! Ich verstehe das Wetter einfach nicht. Vor 5 Minuten hat es hier gehagelt wie sonst was. Und jetzt schaut es euch an. Es ist wieder schönster Sonnenschein. Der Himmel ist frei. Das ist doch nicht immer so. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich rausgehe und irgendwas machen will,
denkt sich, weiß ich nicht, der liebe Gott im Himmel auf einmal, Alter, jetzt auf einmal bitte eine fette Fontäne, aber 5 Minuten später wieder, oh mein Gott, Sonnenschein. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir auf Expedition gehen. Oh Gott, ich bin hängen geblieben. Also, an einem Baum bin ich hängen geblieben. Man riecht richtig den Raps. Oh Leute, wenn ihr diesen Geruch riechen könntet, es ist ja crazy. Oh, was ist hier? Junge, Fuchsbau. Sieht aber nichts. Alter, was ist denn hier passiert? Das hat ja komplett zerlegt. Ich liebe diese Ruhe. Einfach hier stehen und einfach mal der Natur zuhören, wisst ihr? Ich liebe das einfach. Ich will gar nicht wissen, woher das alles hier kommt. Wunderschön. Wunderschön auch, dass man jetzt hier so ein komisches Ding am Bein hängt. Au, und jetzt noch am anderen. Oh, Junge. Ey, der sieht fast aus wie mein scheiß PC-Stuhl. Ob man da reinschauen kann. Oder ob man überhaupt was sieht. Aber warum ist das hier? Da ist ja nicht mal irgendwie Stuhl oder irgendwas drin. Also es scheint so, als ob hier mal irgendwie Schafe gehalten wurden. Oder so. Schafe oder irgendwelche anderen Herdentiere, die halt eingezäunt werden. Och du heilige Scheiße. Alles geplant, Leute, alles geplant. Servus. Ich habe richtig Hunger. Wir warten aber gerade noch auf Fabi, weil der ist auch gleich da. Aber dann müssen wir uns unbedingt was zu essen machen. Das mit dem Feuer machen hat sich zwar natürlich jetzt erledigt, denn es hat heute so oft geregnet. Ich hatte ja heute Morgen noch Hoffnung, weil es die letzten Tage schon geregnet hat, dass wir vielleicht doch ein bisschen was Trockenes finden, ne? Aber jetzt gerade, wo es gehagelt hat, vorhin geregnet, dann nochmal geregnet und heute Morgen schon geregnet hat, muss ich ehrlich sagen, die Hoffnung ist wirklich langsam vorbei. Also, würde ich sagen, machen wir nachher unser Essen schön mit dem Gasbrenner, weil den muss ich, beziehungsweise möchte ich, auch mal ausprobieren. Habe ich nämlich erst neu. So, Fabi soll wohl irgendwie da sein. Zumindest hat Pewe gerade laut Fabi geschrien. Was machen wir? Natürlich ihm entgegenkommen und ihn mit einem Küsschen auf den Mund begrüßen. So wie das richtige Freunde machen. Fabi! Fabian! Oh, er scheint da zu sein. Fabi! Fabian! Yeah! Nein! Oh. Lukas! Fabian! Alter, let's go! Oh, nee! Hey, ich bin da! Ich muss morgen 7:30 Uhr los. Geil. Okay, nachdem wir jetzt hier erfolgreich kein Feuer anbekommen haben mit dem Zeug, kein Wunder, wer hätte es gedacht, werde ich jetzt langsam mein Essen vorbereiten. Denn ich habe miese Hunger. Und ich war ja nicht umsonst einkaufen. Ne? Also gibt es jetzt ein bisschen Vorbereitung. Hey, wir haben Feuer. Oh, wir haben Feuer. Es ist aus. Nein. So, es wird gekocht. Das ganze Moos ist nass, das ist scheiße. Nee, du hast es aber auch so voll, ne? Ja, du musst das jetzt manövrieren. Also du hier, das ist der Henkel, wo du anfassen kannst. Weh, da ist was drauf. Oder? Ist heiß? Ja, ist heiß. Das ist ja richtig scheiße. Nee, Digga, ich hab grad so getan. Warum ist hier ein Akkubohrer oder so? Darf man dir helfen? Alles gut, alles gut. Alles. Ich krieg's nicht hin! Fabi! Baustelle! So, kommt das hier? Ich hab extra mitgenommen, hä? Das ist mein Baustrahler. Ich bin Avenger! Alter, das ist so eine fette LED! Ja, das ist mir richtig. Dann weißt du, was passieren würde? Es wird einfach. Und dann ist alles weg. Alter! Hallo! Na, Alter! 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 Du bringst hier Matsch drauf, das wird nass! Das ist das einzige Feuer, was wir am Abend haben, noch das Ding war. So, Freunde. Mein Käsefondue ist fertig. Schmeckt fantastisch bis jetzt. Und Tom versucht immer noch Feuer zu machen. Bisher brennt nur das Heu. Wir schauen gespannt weiter zu, wir werden das hier kommentieren. Das Feuer geht langsam aus und was ist die Maßnahme richtig? Noch mehr Heu draufschmeißen, was innerhalb von 10 Sekunden ausgehen wird. Oh mein Gott, das Feuer ist ja nicht, dass das Feuer anbleibt. Es geht ja nur darum, die Sachen zu trocknen. Cool mit euren 3 Stöckern, die ihr dann getrocknet habt.
Fotze jetzt! Guck mal, der ist sogar schon durch, guck mal! Brenn an! Brenn an, bitte! Wolltest du sagen, es brennt schon? Wolltest du sagen, es ist schon getrocknet? Nee, aber Retalk? Ja? Deine zwei Stöcker, die du da drin liegen hast. Nein, nein, pass auf. Jetzt hör auf zu lachen. Wir machen schon Feuer. Mit euren scheiß zwei getrockneten Kackstöckern. Die reichen nämlich nicht, um Feuer zu machen. Also langsam ist dunkel, wir bräuchten langsam warm, Feuer, ne? Sehr geehrte Frau Eder, vielen Dank für die weiteren Angebote. Jedoch sind mir die Guck dir das an, was ist das hier, trocken? Doch. Oh, das ist kalt und nass. Scheiße. Ja, der ist auch scheiße. Die Stöcker sind schön warm, Digga. Ich nehme die jetzt einfach zum Händewärmen. Fresse halt, du machst die noch. Hey! Komm, nein, nein, die sind nicht warm, die sind getrocknet. Die hier werden so kurz brennen, so eine Minute, zwei Minuten und danach haben wir nichts zum Nachlegen. Ja, wieso werden doch hier was? Bisschen was. Also toll, das muss aber noch getrocknet werden, Junge. Eine Zeit, wo ihr hier versucht, das Holz zu trocknen, hättet ihr auch schon beide eure Suppe mit meinem Brenner warm haben können. Wenn ich wenigstens eine schon mal währenddessen machen. Nein, ihr macht jetzt ein Feuer. Ich will mich auch wärmen, Tom. Ihr habt ja nicht umsonst hier die ganzen Stöcker angewärmt jetzt. Also jetzt kannst du mal wie so ein Pferd so nach hinten treten? So, würdet ihr sagen, wir sind schon weiter mit dem Feuer, oder? Mach die Kamera aus. So, Arne, geh mal runter von der Feuerstelle. Ja, ja, du bestehst auf den getrockneten Stöckern. Man sieht gar nichts. Ich hab ne Linse im Schuh. Nein, sorry, ich hab das nicht. Ihr seid bisschen... lame, Digga, du bist wie Fred. Ja, es regnet, ich will's komfortabel haben. Ich will kein Feuer probieren, Digga. Ich bin scheiß Loser, ich nutze mein... Ich verabschiede mich jetzt, Freunde. Ah! Das ist wirklich sehr heiß. Oh, ich wollte eigentlich die Kamera so, leuchte mich so ein bisschen an, Pepe, so ein bisschen. Ich bin Nini, ich will das haben. Ja, danke. Oh, es ist heiß. So, ich verabschiede mich an der Stelle. Alles daneben. Oh, Junge, zu viel Wasserdampf, Mann. Bis morgen. Guten Morgen, Freunde. Während ich geschlafen habe, hat sich heute Nacht meine Gewürzdose selbstständig gemacht und ja, ne, man sieht, es ist alles gut gewürzt, ne, sag ich mal so. Deswegen darf ich jetzt erstmal alles rausräumen. Meine Messer sind kaputt. Und alle sind wach, Leute, alle sind wach. Wir machen gleich erstmal schon Frühstück, weil ich habe nämlich schon wieder richtig Hunger von der Nacht. Nacht war angenehm, das tiefste, was wir hatten, war glaube ich 1 Grad, also war in Ordnung. Ich bin jetzt raus aus dem Zelt, angezogen, es ist so schweinekalt, das ist halt eben dieser Nachteil, ne? Dadurch, dass es so kalt war in der Nacht und wir die Klamotten anbehalten mussten, weil sonst einfach komplett erfroren wären, es ist halt morgens immer kalt. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen, erstmal schön ein bisschen Frühstück, Leute. Ja, schmeckt gut. Du hast kein Essen bekommen, ohne dass du unseren Gasbrenner benutzt hast. Ja, weil ihr nicht Feuer gehört habt. Nein, das hätte einfach nicht geklappt. Das hätte dauerhaft der Essen gekostet. Also gibst du gerade zu, dass du zu inkompetent bist, ein Feuer zu machen? Hey, das ist genau. Du hättest es genauso nicht geschafft. Ja, eben, deswegen habe ich es nicht versucht. Ja, nee, aber wir alle zusammen hätten es geschafft. Ach so, du meinst, wir hätten zu viert an dem Feuerstall rubbeln sollen, oder was? Alle zu viert in einer Hand ran. Hier hinten wird abgebaut. Tom baut noch ab und es sieht wieder so aus, als würde es gleich regnen. Zumindest nieselt es schon ein bisschen. Ich rede auch nicht wieder weiter, damit es nicht komplett anfängt mit Regnen. Und wir machen einfach. Okay, Freunde, wir haben jetzt unser Zeug zusammengepackt. Oh, hier ist eine Feder. Ah, Junge, was ist für eine gute Feder? Zusammengepackt und jetzt geht's los. Schaut sie euch an. Alle sind bereit. Und ich bin auch bereit. Wir sagen nochmal Tschüss zu diesem wunderschönen Ort. Also ich muss wirklich sagen, auch wenn das Wetter natürlich nicht so geil war, aber das ist ja irgendwie nie, wenn ich ein Video mache, war es trotzdem sehr geil. Es hat trotzdem sehr Spaß gemacht und ich fand die Gruppe auch diesmal sehr geil. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, ob wir in Zukunft mehr zusammen machen sollen in dieser Konstellation. Es geht zurück
schaut, ich habe wieder obligatorisch hier so eine kleine Konstruktion gebaut aus massiv Knoten und Paracord. Über die Hälfte ist geschafft. Jetzt noch ein bisschen. Und dann sind wir auch schon wieder zu Hause. So, Freunde, ihr seht, ich habe mir jetzt hier den windstillsten Ort gesucht, den ich in der Nähe finden konnte. Denn ich bin fast schon wieder zu Hause. Es kann zwar sein, dass man im Hintergrund die Autos ein bisschen hört. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Man versteht mich trotzdem gut. Ich hoffe, dass euch diese Konstellation genauso gefallen hat an Leuten. Falls euch das genauso gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Auch einfach, um nichts mehr zu verpassen in Zukunft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. So, ich probiere jetzt Knabemalz. Perfekt, schmeckt scheiße. Zu scheiße schmeckt es nicht. Ja, finde ich auch. Finde ich tatsächlich auch. Es ist tatsächlich nicht so scheiße. Ich wollte nur aus Prinzip haten. Dann kauft euch keinen Knabemalz, es ist eh ausverkauft. Wasser zu kochen, zu bringen, ist so eine Scheiße.